Hallo Leute, willkommen zurück bei Sandy's World Version 0.2. Letztes Mal habe ich aufgehört nach Donut Plains 2. Folglich kommt jetzt Donut Plains 1. Legen wir mal los. Sieht wieder ziemlich aus. Ist hier unten was? Nein. Und irgendwas kommt da gerade runter. Eine Bombe. Wie gemein. What? Ist ja einiges los, aber wirklich schwer ist das bislang nicht. Ich meine, dank dem Wasser kann man sogar kaum in die Abgründe fallen. Aber das ist eigentlich schon zu viel los. Das Lowdown gerade ist nicht so schön, naja. Wieso waren diese Blöcke da? Wäre das eine Treppe nach oben zum Secret gewesen? Tot? Tot. Hätte ich es verstehen können, aber so. Ich guck mal. Oh, das geht gar nicht wieder hoch. Ich dachte, das hätte mich jetzt schön nach da oben transportieren können. Das sollte mich nur einsperren, wenn ich zu lange bei der Münze bleibe. Ach ja, Rote drehen ja um. Pilz, Pilz, Pilz. Nee. So wichtig ist mir das gar nicht. Slowdown. Zwei Treffer und ja, das war einfach. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, deshalb werde ich aufs Neue versuchen, 10 Minuten so viel abzuschätzen. Bonus Game. Ich bin schrecklich bei diesen. Ach schade, ich dachte schon, das wird diesmal was. Naja, 2 ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich schätze mal, wir kommen jetzt zum zweiten Schloss und wir können alle schon mal drauf wetten, wie das wohl heißen mag. Mein Tipp ist ja Red Switch Palace. Und das ist Iggy's Castle. Nummer 1. Red Switch Palace hätte keinen Sinn gemacht. Iggy's Castle mit der Nummer 1 macht keinen Sinn. Also auch keinen Sinn. Gott, das verwirrt mich doch immer mehr. Und der Hintergrund schon wieder broken. Interessant, der Stampfer. Okay. Soweit so gut. Diese Stampfer haben eigentlich einen ziemlich gemütlichen Rhythmus. Wie ich da dran komme, ist mir aber schon eher ein Rätsel. Ich meine, ich habe noch keinen Koopa gesehen. So dass. Oh, ich sollte da vielleicht stehen bleiben. So dass ich die irgendwie aufschießen könnte. Und sie können nicht
Nee, das wird niemals klappen, dort irgendwie hoch zu springen. Wäre vermutlich eine Feuerblume irgendwie drunter, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da dran kommen sollte. Oh, es wird schneller. Aber nicht wirklich schwieriger. Oder ein bisschen, das war ganz schön knapp. Und ich weiß nicht, ob ich diese Türen nicht doch ziemlich hässlich finde. Oh, der bounced gar nicht. Brücke. Viele Feuerwehr. Viel Slowdown. Schwer. Was geht noch weiter? Jump, Mario, jump. Ich frage mich, wie ich da oben ankomme. Das scheint mir eigentlich ein bisschen hoch. Um es erst aufzuschießen und dann rüber. Das will ich mal kurz ausprobieren. Was ein nutzloses Secret. Also ernsthaft mal, nutzlos. Du noch mal? Morten? Du brauchst auf jeden Fall auch mehr als drei. Zu früh gesprungen. Naja, man hat hier auf jeden Fall nicht zu viel Zeit. Das ist wohl die größte Herausforderung an diesem Schloss. Endlich. Nur 29 Sekunden übrig. Und wieso ist der blaue Balken da unten jetzt wieder? Iggy Cooper, nein, das war's nicht. Cast Nummer 1 war's auch nicht. Und es geht jetzt ins Donut Land. Ich würde auch das bezweifeln. Es geht nämlich in die Cheese Bridge Area. Bevor es dann geht, mache ich aber erstmal wieder den Cut. Bis dahin.